Die Verkehrsverhältnisse zwingen Kraftfahrer häufig zum Kolonnenfahren. Ob auf der Autobahn, der Landstraße oder in der Stadt, das Fahren in Kolonnen erfordert erhöhte Aufmerksamkeit. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen, wenn Lückenspringer den von anderen Fahrern eingehaltenen Sicherheitsabstand verkürzen. Häufig bildet sich auf Landstraßen hinter einem langsam fahrenden Fahrzeug eine Autoschlange. Wer diese Kolonne rücksichtslos überholt, gefährdet sich, andere und schließlich auch seinen Führerschein. Autobahn. Auf dem rechten Fahrstreifen hat sich dichter Verkehr gebildet. Ein PKW überholt. Das überholende Fahrzeug wird nun von einem schnelleren Auto bedrängt. Dieses Verhalten kann als Nötigung ausgelegt werden und ist gefährlich. Der Sicherheitsabstand ist zu gering. Und dann das. Rechtsüberholen auf der Autobahn ist verboten. Beim Überholtwerden handelt der Rechtsfahrende praxisgerecht, wenn er deutlich macht, dass er rechts bleiben will. Wenn der Schnellere vorbei ist, wechselt auch der Langsamere die Spur. Aber bitte nicht so. Wer im Kolonnenverkehr auf diese rüde Art die Fahrspuren wechselt, handelt verantwortungslos. Auffahrunfälle sind häufig die Folge. Darum ordnen Sie sich rechtzeitig ein, möglichst schon am Vorwegweiser. Bedrängen Sie den überholenden Vordermann nicht mit der Lichthupe oder durch zu nahes Auffahren. Das kann teuer werden. So ist es richtig. Halten Sie Abstand, damit sich die Fahrzeuge bei einem Engpass einfädeln können. Deshalb auch bei langsamen Kolonnenfahrten den notwendigen Abstand zum Vordermann einhalten. Wer beim Kolonnenfahren den Sicherheitsabstand außer Acht lässt und riskant fährt, ist häufig nicht der Erste, sondern der Letzte am Ziel.